Der dritte Block zum Thema Schnitt und Postproduktion, da gebe ich euch mit zum Thema grafische Elemente den Tipp. Also wenn ihr sowas einbinden wollt, dann überlegt euch, was da passen könnte. Schaut mal, wo man Fotos herbekommt, wo man Grafiken herbekommt, wo man eben Screenshots zum Beispiel auch machen kann. Dann, das zähle ich auch zu grafischen Elementen, natürlich auch Titel, Bauchbinden, Intro, Outro, Sendefliege. Das sind alles Elemente, die jetzt grafisch angelegt sind und die euer Branding in Unternehmensfilmen zum Beispiel oder auf eurem YouTube-Channel verstärken könnten. Wenn ihr dann Grafiken verwendet, dann am besten ein PNG freigestellt und mit der Transparenz. Ein nettes Gimmick ist auch von Adobe das Spark, also das arbeitet viel mit Symbolen. Und da kann man auch direkt live dazu sprechen. Also ich finde das ganz toll. Also ich würde das mal als Tipp weitergeben. Dann Thema Überblendungen. Das ist auch so, das habe ich beim letzten Mal schon angesprochen, auch so eine Sache, das war mal sehr in, das sehr viel zu mischen, vor allem bei Urlaubsvideos oder dergleichen. Also da würde ich raten, bleibt es bei einer, sucht euch eine aus und bleibt es bei einer. Und eine Regel, die man sich da gut merken kann, da überblenden, wo es Sinn macht, da schneiden, wo es Sinn macht. Ich habe mir das am Anfang immer gut gemerkt, Blenden setzt man dann, wenn Zeit oder Raum sich ändert. Nächstes Mal der letzte Block zum Thema Schnitt und dann werden wir mal schauen, fertiges Video, das laden wir hoch auf YouTube. Was gibt es da für Marketing-Tricks? Wie kann man das noch ein bisschen verstärken, dass man dann auch aufgerufen wird?